Hallo und herzlich willkommen zu einem Spotlight der Scientists for Future zum Thema ökologische Nachhaltigkeit und Beschäftigung. Mein Name ist Florian Lehmer, ich bin Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, in Nürnberg und beschäftige mich dort hauptsächlich mit den Auswirkungen der digitalen und den Auswirkungen der ökologischen Transformation auf den Arbeitsmarkt. Eine der Hauptfragen bei dieser Thematik ist: Vernichtet Klimaschutz Arbeitsplätze? Natürlich kann es zu Arbeitsplatzverlusten kommen, aber Arbeitsplätze entstehen auch. Es gibt Verschiebungen zwischen Branchen, Berufen, Betrieben und es gibt Transformationen, dass sich zum Beispiel die Tätigkeiten innerhalb von Berufen ändern. Aus theoretischer Sicht ist erstmal nicht eindeutig, welcher dieser Effekte überwiegt. Zum einen können Regulierungen einfach die Produktionskosten erhöhen, somit die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern. Das kann einen negativen Beschäftigungseffekt zur Folge haben. Auf der anderen Seite führen Regulierungen auch dazu, dass mehr Innovationen entstehen, Betriebe, Firmen wettbewerbsfähiger werden und demzufolge Beschäftigung auch aufbauen. Also aus theoretischer Sicht nicht eindeutig. Aus empirischer Sicht, wenn man das jetzt mit Daten analysieren will, ist es manchmal auch schwierig, weil eben dieser Bereich Umweltwirtschaft, grüne Betriebe, grüne Jobs oft nicht eindeutig abgrenzbar ist. Beispiel wäre, dass Kugellager, die in einem Betrieb hergestellt werden, entweder in Windkraftanlagen verarbeitet werden oder aber in Kohlekraftwerken. Beides ist vorstellbar. Zum einen entsteht hier umweltschutzrelevante Beschäftigung, zum anderen eben nicht. Was wissen wir? Wir haben aus verschiedenen Befragungen Möglichkeiten, diese Umweltbranche in manchen Jahren abzugrenzen, zum Beispiel im IAB-Betriebspanel. Und die Kollegen Horbach-Janzer, die haben festgestellt in ihrer Studie, dass Betriebe, die im Umweltbereich tätig sind, etwas stärker wachsen als Betriebe, die nicht im Umweltbereich tätig sind. Der Unterschied ist hier nur circa 1 Prozentpunkt, also nicht recht hoch. Was aber interessant ist, in diesem Umweltbereich, wenn man näher reinschaut, sind auch wieder ganz verschiedene Effekte feststellbar. Und in Bereichen wie der Umweltsanierung, im Bodenschutz, in der Analytik, Beratung, Projektplanung, in der Umweltforschung und Entwicklung, da sehen wir eben hier auf der linken Seite der Folie dargestellt große Wachstumseffekte von 10% in einem relativ geringen zeitlichen Raum, also hier im Beobachtungszeitraum von 2009 bis 2012. Nochmal zum Vergleich, diese rote Linie auf der rechten Seite, das war das Wachstum der Beschäftigung in allen Betrieben, die wir in der Befragung drin haben. Also dynamischere Entwicklung in Umweltbetrieben. Dann haben wir noch die Möglichkeit, mit der Wirtschaftszweigklassifikation tatsächlich gezielt in einige Sektoren reinzuschauen. Das ist zum einen die Photovoltaikbranche, zum anderen die Braunkohleindustrie. Und wir sehen seit Jahren sinkende Beschäftigung in der Braunkohle, während die Beschäftigung in der Solarindustrie in den 2000er Jahren sehr stark angestiegen ist, danach aber auch wieder stark zurückgegangen ist. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Einflussgrößen für solche Entwicklungen und die wichtigste sind eben diese politischen Rahmenbedingungen, Subventionen oder auch wieder der Wegfall von Subventionen. Wir sehen im Vergleich zur Braunkohleindustrie, die auch hoch subventioniert ist und die einen stetigen Rückgang erfahren hat der letzten Jahre, dass aktuell die Beschäftigung in der Photovoltaikbranche etwa 3-mal so hoch ist als in der Braunkohle. Es wird geschätzt, dass deutschlandweit 2020 nur mehr, wenn es hochkommt, 15.000 Personen in der Braunkohleindustrie direkt beschäftigt sind. Für die Zukunft erwarten wir stark gegenläufige Beschäftigungseffekte. Eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zum Schluss, dass in manchen Bereichen, wie im Bereich Dienstleistungen für die Elektrizität, Wärme- und Kälteversorgung, bei den industriell erzeugten Gasen, Dienstleistungen der Gasversorgung, hier spielt bestimmt die Wasserstoffwirtschaft eine große Rolle, die sich momentan entwickelt, eher Beschäftigungszuwächse zu erwarten sind, während vor allem die fossile Industrie, also Bergbau, Mineralölerzeugnisse, Erdöl und Erdgas, da werden wir weiterhin Beschäftigungsverluste sehen. Ein guter Ansatz, um wirklich flächendeckend zu schauen, welche Entwicklungen gibt es, ist auf die Berufsebene zu gehen. Wir haben eine sehr gute Datenquelle in Deutschland, das Berufenet der Bundesagentur für Arbeit. Da hat man in jedem Beruf
die Tätigkeiten, die Kompetenzen, die Anforderungen erfasst. Und diese Tätigkeiten, Anforderungen, Kompetenzen, die kann man ihm zuordnen, ob sie umweltschutzrelevant sind oder eben nicht. Das heißt, die Idee ist, mit dieser Datenquelle grüne Tätigkeiten zu identifizieren. Und hier sieht man eben ein paar Beispiele für grüne Tätigkeiten. Das betrifft nicht nur Klimaschutz, sondern etwas weiter Umweltschutz oder Naturschutz, ökologischer Anbau, Gewässerschutz und. Und dann kann man sich genau anschauen, wie haben sich diese Tätigkeiten im Berufenet entwickelt. Und man sieht klar, dass die angestiegen sind. Im Jahr 2012 182 grüne Tätigkeiten. Die werden mit der Zeit mehr. Viel wichtiger ist noch, dass nicht nur die Anzahl grüner Tätigkeiten angestiegen ist, sondern die Berufe mit mindestens einer grünen Tätigkeit. Also Umweltschutzkenntnisse werden über die Zeit in viel mehr Berufen wichtiger. Und mit diesen grünen Tätigkeiten und dem Anteil der grünen Tätigkeiten relativ zu den anderen Tätigkeiten innerhalb eines Berufs kann man eben schauen, wie hängt das Beschäftigungswachstum in Berufen eben davon ab, wie umweltschutzbezogen Tätigkeiten sind. Dieser sogenannte GOJI steht für Greenness of Jobs Index, also Anteil grüner Tätigkeiten im Beruf. Kann man sich so vorstellen, dass wenn eine von 10 Tätigkeiten grün ist, die anderen 9 nicht umweltrelevant, ist der GOJI 0,1. Und wenn dieser Anteil 1 Prozentpunkt höher ist in 2012 in einem Beruf als im anderen Beruf, so hat der erste Beruf ein höheres Beschäftigungswachstum über die Folgejahre. Zum einen kann man diese grünen Tätigkeiten insgesamt anschauen, zum anderen sind auch Kern- und Nebentätigkeiten erfasst und dieses Beschäftigungswachstum ist vor allem durch den Anstieg der Nebentätigkeiten bedingt. Das heißt, typischerweise kommt in einem Beruf eine umweltschutzrelevante Tätigkeit neu dazu, das ist erstmal eine Nebentätigkeit, aber das hat zur Folge, dass eben das Beschäftigung in diesen Berufen schneller wächst. Andere Frage, die momentan im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stark diskutiert wird, ist, ob Konjunkturpakete dem Klimaschutz dienen sollten oder nicht. Und auch da gibt es Evidenz durch verschiedene Studien, die zeigen eben, dass Konjunkturpakete, die den Klimaschutz fördern, Wirtschaft und Arbeitsmarkt mehr helfen als Pakete ohne diesen klimapolitischen Schwerpunkt. Besonders durch die Investitionen in erneuerbare Energien, energetische Sanierung, Ausbau digitaler Netze und Ausbau klimafreundlichen Verkehrs. Andere Studie stellt fest, dass 1 Million Investitionen im Bereich erneuerbaren Energien, Energieeffizienz etwa 3-mal so viele neue Jobs zur Folge haben als bei Investitionen im Bereich der fossilen Industrie. Was schließen wir also? Wir sehen, Umweltfirmen weisen dynamischere Beschäftigungsentwicklung auf als andere Betriebe. Das gilt, das zeigen weitergehende Analysen, besonders für hochinnovative Bereiche. Diese Zunahme von grünen Tätigkeiten geht einher mit höherer Beschäftigung und übrigens auch höheren Löhnen. Aber man muss auch klar sehen, in einigen Bereichen wird es Beschäftigungsverluste geben. Für die Automobilbranche gibt es Studien, die das belegen. Es gibt aber auch Studien, die zum gegenteiligen Ergebnis kommen. Also da ist die Beweislage auch noch nicht klar. Aber klar ist, diese Anpassungsprozesse sind für die einzelnen Personen schmerzhaft. Man muss sich oft einen neuen Job suchen, woanders. Also Branchenwechsel in Kauf nehmen, Berufswechsel in Kauf nehmen. Man muss Weiterbildungserfordernisse in Kauf nehmen. Man muss Lohneinbußen in Kauf nehmen. Und hier ist es wichtig, dass die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass die Einbußen, dass die Anpassungsprozesse möglichst schmerzfrei sind. Alles in allem zeigt sich in der Gesamtschau aus meiner Sicht aber, dass es mehr Chancen als Risiken gibt durch mehr Klimaschutzbemühungen. Also eher positive Beschäftigungseffekte durch Umwelt- und Klimaschutzbemühungen als negative.